Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz was anderes. Heute reagiere ich mehr oder weniger auf ein Video. Ich werde euch das nicht ganz zeigen, sondern nur in Auszügen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch bitte das Video an, beziehungsweise einen Vortrag da draußen. Der ist nämlich von Theodor Weimer. Wer das ist, werde ich euch gleich noch ein bisschen näher erzählen. Das ist der aktuelle CEO der Deutschen Börse AG, also eines der größten Unternehmen in Deutschland. Der hat wirklich Ahnung und der hat wirklich was zu sagen. Auch wenn wir in seinen Lebenslauf reinschauen, dann können wir gleich sehen, der versteht was von Wirtschaft und Ökonomie. Und der spricht mal auf so einen Vortrag richtig Klartext. Unter anderem war da auch Hans-Werner Sinn da und richtig, richtig interessant, was da alles rausgekommen ist. Zusammengefasst sagt er, Deutschland hat fertig und die Regierung ist schuld dran. Er spricht sogar ausdrücklich nochmal von Habeck und er sagt extra noch in seinem Vortrag, er möchte nicht zu politisch werden, um im Anschluss dann erst recht richtig politisch zu werden. Der lässt kein gutes Haar an der aktuellen Regierung. Er bekommt dafür auch mehrfach immer wieder Beifall. Also die Wirtschaft versteht, um was es hier geht, dass es wirklich um den Wohlstand und um die Zukunft Deutschlands geht. Und so deutlich ist er auch. Dem Mann kann man am Ende jedenfalls nichts vorwerfen, wenn es dann wirklich für Deutschland bergab gehen sollte. Er hat seinen Mund nicht gehalten, er hat ihn aufgemacht. Egal, was da auf ihn auch zukommt, ob irgendwelche Repressionen oder was weiß ich was. Er hat es versucht und möchte vermutlich damit wachrütteln. Er hofft, dass sich da was ändert und deswegen sagt er was. Und wie gesagt, ich möchte euch das zeigen. Ich habe das dann auch unten verlinkt. Schaut euch den Teil, es sind knapp 15 Minuten, einfach mal in Ruhe an. Zunächst aber natürlich wie immer der Risikohinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Außerdem nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Bock habt, mir zu folgen, schaut doch einfach mal in Discord rein. Die Gruppe ist vollkommen kostenlos. Ich stelle immer wieder ja, Beiträge zum Thema Wirtschaft, aber eben auch vor allem zum Thema Trading oder Investment eben online. Außerdem findet ihr mich noch auf bayerngold.com und auch beim neuen Projekt muffin.tech und natürlich TikTok, YouTube, Twitter und Instagram. Und dann würde ich sagen, legen wir los und schauen wir uns mal kurz an, um was es geht. Das ist also der gute Kerl, der Theodor Weimer, und der hat einen ganz beeindruckenden Lebenslauf, wenn man das so wirtschaftlich sagen kann. Hat seinen Doktortitel eben gemacht, hat da zwei Unis eben durch, war dann eine Zeit lang sogar bei McKinsey angestellt. Also er hat richtig Ahnung von Unternehmen und wie man die unter Umständen umstrukturieren sollte. Außerdem war er dann nochmal, ebenfalls nochmal bei Bain & Company. Und dann ist er eben später zu Goldman Sachs gewechselt als Managing Director und später dann Partner im Bereich Investment Banking. Und ja, Bankenlandschaft hat ihn scheinbar dann nicht mehr losgelassen, denn danach war er nur bei der Hypo. Seit 2007 dann Head of Global Investment Banking, Bereich Markets und Investment Banking. Dann designiertes Vorstandssprecher und. Und eben seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse AG. Also der Mann, denke ich, hat einiges zu sagen und der versteht, denke ich, ein bisschen was für Wirtschaft und weiß, wie man Unternehmen leitet. Und dementsprechend, denke ich, wäre er ein guter Leiter fürs Wirtschaftsressort im, ja, im Deutschlandbereich. Ja? Also auf gut Deutsch gesagt, Wirtschaftsminister. Oder eben vielleicht auch Finanzminister, je nachdem, oder beides in einer Person. Ich denke, er wird das beides gut machen. Und dieser Mensch hat ihm jetzt einen Vortrag gehalten. Und der Titel ist da schon recht provokant. Deutschland verbrennt seine alten Industrien mit Professor Dr. Sinn. Außerdem Wirtschaftsbeirat Bayern kann man den finden. Und ich habe jetzt einfach mal einen Teil davon mir rausgesucht, von seinem Vortrag, denn der ist wirklich brisant. Und ich werde euch da jetzt einfach mal Ausschnitte draus zeigen. Fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Es ist klar, so schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie. Noch nie. Sondern ich sage Ihnen das, was die guten Investoren mir sagen in Gesprächen. Und ich kann Ihnen sagen, die schütteln nur noch den Kopf, die sagen mir, wo sind denn eigentlich, lieber Theodor, die deutschen Tugenden geblieben? Wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Fundamental sagen die, was ihr macht, ist einfach bekloppt. Ist einfach bekloppt. Ja? Politisch zeigt ihr überhaupt keine Führungsstärke mehr. Was ich mir anhören muss, selbst in Asien, wo man ja Gesichtswahrung ganz hoch schreibt, du kennst das aus deinen Vorlesungen in Singapur, Ed. Ja? Inzwischen sagen mir die Leute in Singapur, sag mal, was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung? Ihr seid auf dem besten Weg, O-Ton, zu einer richtigen
alten Ökonomie zu werden. Ihr seid das Japan Europas. Ist euch das klar? Eine fatale Diskussion über das Geschäftsmodell Deutschland, die gezielt von gewissen Kreisen eingesteuert worden ist, haben wir uns unser Geschäftsmodell kaputt reden lassen, haben die Energie nach oben gezogen, haben damit durch die CO2-Vorgaben die Automobilisten in die falsche Ecke gezwungen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und jetzt heult der Bosch. Jetzt heult mein Freund Stefan Hartung, Chef von Bosch, sagt, ja, wie soll denn das gehen? Und by the way, die nächsten 35 Jahre werden wir noch Verbrenner haben. Was wir machen, ist Wahnsinn. Ja, wenn ich heute einen 7er BMW kaufe als mein Dienstwagen, da kriege ich nur einen 6-Zylinder, den ich Hybrid kaufen muss. In den USA kriege ich den 8-Zylinder voll, ja, ohne Hybrid. Und Sie können sich vorstellen, dass die Dinger natürlich super teuer sind. Und dann erklärt mir mein Aufsichtsrat noch, ja, wir müssen auch CO2 und so weiter, wir müssen die Mietwagen, die Dienstwagen kleiner machen. Das ist doch dummes Zeugs. Wir müssen Dienstwagen wieder groß machen. Das schafft nämlich Wachstum. Das sind noch die Investitionen, die wir brauchen. Unsere Ausrichtung am Gutmenschentum wird nirgends geteilt. Migration ökonomisch heißt, du holst, wenn du Facharbeitermangel hast, holst du Leute rein, die arbeiten, die deine Sprache sprechen, ja, und die Sozialprodukt generieren, aber nicht die zu 50% das Bürgergeld abkassieren und das irgendwo hinschicken, meine Damen und Herren. Verteidigung haben wir verschlafen. Verteidigung haben wir in einer Art und Weise verschlafen, ist jetzt noch unglaublich. Sondervermögen 100 Milliarden. Wir wissen ja gar nicht, wie wir das Geld ausgeben sollen. Wir geben es wieder falsch aus. Jetzt betrügen wir beim 2%-Ziel. Betrügen wir, indem wir Pensionen mit reinrechnen und dergleichen in die 2%. Ja, glauben Sie denn hier im Saal, alles ausgewachsene Damen und Herren, glauben Sie, dass in den USA irgendjemand nicht merkt, was wir da tun? Das ist doch Wahnsinn. Wir haben für 1,5 bis 2 Tage Munition. Bei der Digitalisierung haben wir nichts hingekriegt, gar nichts hingekriegt, gar nichts hingekriegt. Wenn Sie sich Estland angucken, was Estland geleistet hat, ja, wo Sie in 3 bis 5 Minuten eine Steuererklärung machen, wo Sie jede Geschichte, ja, online machen können. Und bei uns muss der Weimar, der jedes Quartal zweimal eine irgendwie geartete Führungszeugnis braucht, das ist eh schon Schwachsinn, ja, muss ich jedes Mal nach Wiesbaden, die Stadt Wiesbaden fahren, die kann doch nicht mal meinen Fahrer schicken, ich muss selbst erscheinen, um ein Führungszeugnis zur Beantwortung abzuholen. Ich meine, wo sind wir angekommen? Inzwischen in Europa, bei den Investoren, wir sind bei dem geflügelten Wort des German Vote angekommen. Ich weiß nicht, ob sich das hier bis München durchgesprochen hat. In Europa geht nichts mehr wegen Deutschland. Und sagen, Deutschland ist der Verhinderer. Das ist das German Vote. Wir verhindern in Europa alles. Und gleichzeitig, wir führen nicht mehr ökonomisch. Die Zahlen sprechen der Bände. 0,2% Wachstum dieses Jahr. Wir sind nicht auf dem Niveau von 2019 angekommen. Wir haben alles gesehen. Meine Damen und Herren, Investoren schauen dahin. Und inzwischen verlangen die Investoren, wenn sie investieren in Deutschland, eine Risikoprämie. Ich hoffe, die Zusammenschnitte haben euch gefallen und haben euch neugierig auf den kompletten Vortrag gemacht. Ich finde, er lohnt sich. Schaut euch den einfach an. Und wenn ihr wollt, dass ich das Video hier komplett kommentiere, beziehungsweise seinen kompletten Vortrag, dann schreibt einfach in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, dann mache ich das vielleicht sogar. Das wäre dann mein erstes hier auf YouTube. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt und bitte schaut es an. Es ist wirklich sehr wertvoll, was er da gesagt hat. In dem Sinne, schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Video.